aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Herzlich willkommen, schönen Sonntag aus Köln, schön, dass Sie dabei sind. Häuser, Wände mit Bildern von Menschen, die sich Panzern in den Weg stellen, überall türkische Fahnen, Demokratiewachen auf den Straßen, Sondersitzung des Parlaments in Ankara, Eröffnung eines Opferdenkmals in Istanbul. Die Türkei zelebriert den ersten Jahrestag des Putschversuches. Parallel wurden weitere 7000 Beschäftigte suspendiert, Polizisten, Beamte und Universitätslehrer. Und tausende Türken beantragen derzeit Asyl in Deutschland. Die Panzer am Bosporus vor genau einem Jahr, sie haben das Land verwandelt. Gegner des Staatspräsidenten sind zu Tausenden hinter Gittern. Um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit steht es schlecht. Erdogan führt das Land in eine sultaneske Präsidialautokratie. Die Bevölkerung ist gespalten, Terror bedroht den Alltag, die Wirtschaft fährt Achterbahn, die Beziehungen zu Europa und Deutschland sind frostig. Und der Streit und die Konflikte werden in die Reihe der hier bei uns lebenden Deutsch-Türken getragen. Ein kleiner Blick zurück. Die Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016. Panzer rollen durch Ankara und Istanbul. Es kommt zu blutigen Zusammenstößen. Viele Türken wehren sich gegen den Versuch eines Staatsstreichs. Am Morgen haben viele Putschisten aufgegeben. Etliche werden verhaftet. Präsident Erdogan verhängt den Ausnahmezustand. Für ihn steht fest, dass der in den USA lebende Prediger Gülen hinter dem Putsch steckt. Es beginnen die von Erdogan sogenannten Säuberungen, die bis heute andauern. Mehr als 100.000 Staatsbedienstete werden suspendiert oder entlassen, etwa 50.000 Menschen verhaftet. Darunter auch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel. Erdogan geht gegen kritische Medien vor, entmachtet Gegner und führt per Verfassungsreferendum ein Präsidialsystem ein. Noch mehr Macht für Erdogan. Die Beziehungen der Türkei zu Deutschland und der EU aber werden immer schwieriger. Die Bundesregierung beschließt den Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Incelik. Er wird bald starten. Und beim G20-Gipfel isoliert sich Erdogan, als er Bedingungen an das Zustandekommen des Klimaabkommens knüpft. Die Nacht des Putschversuchs vor einem Jahr, sie hat die Türkei nachhaltig verändert. Vom Reformer zum Autokraten, die Türkei unter Erdogan ein Jahr nach dem Putschversuch. Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gäste und darf Ihnen meine Gesprächspartner vorstellen. Canan Topçu ist eine deutsche Journalistin und Autorin türkischer Herkunft. Holger Stark ist Mitglied der Chefredaktion der Wochenzeitung Die Zeit und arbeitet ressortübergreifend im Bereich Investigatives und Recherche. Günter Seufert hat als Journalist aus Istanbul für Deutsche Zeitung berichtet. Er ist Autor mehrerer Bücher über die Türkei und Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Yaşar Aydın ist ein Hamburger Sozialwissenschaftler und Mitglied des Hamburger Türkei-Europa-Zentrums. Seien Sie alle herzlich willkommen, Frau Topçu. Wir hatten das gerade gesehen in der Tagesschau, Jahrestag des Putsches. Was haben wir da zu erwarten? Wie geht der Präsident, wie geht das Land mit diesem Jahrestag um? Ja, das hat ja gestern schon angefangen, die Feierlichkeiten. Und eine sehr skurrile Geschichte und eigentlich eine unfassbare, dass die Telefone, die Mobiltelefone mit einer Ansage von Erdogan dann geschaltet waren, dass gestern in der Türkei wer, egal welche Nummer angerufen hat, erstmal die Stimme des Rehs zu hören bekam und dann eine Botschaft. Es gibt Leute, die sich sehr darüber gefreut haben, und aber auch jede Menge Leute, die einfach sagen... Was war die Botschaft? Ja, dass man sich eben so für die Märtyrer sozusagen in Erinnerung der Märtyrer, die für diesen siegreichen Verwerfung des Putsch ihr Leben lassen musste, und so ein Dank an die, die alle da eben sich gegen die Militärs gestellt haben. Und Herr Aydın, ist der gescheiterte Putschversuch vor einem Jahr so etwas, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das geschrieben, wie das Gründungsnarrativ einer neuen Türkei?
Ja, das kann man so sagen. Die Regierung möchte das zu einem neuen Gründungsnarrative der Türkei, der neuen Türkei aufbauen. Und vieles deutet auch darauf hin, man will damit vielleicht auch die Narrative der säkularen Republik dadurch entkräften, dadurch ein bisschen relativieren. Diese Begriff neue Türkei, die gibt es ja schon seit langem. Und der Putsch, der gescheiterte Militärputsch, hat jetzt der Regierung und Erdogan die Möglichkeit gegeben, das mit Leben zu füllen und auch das als eine alternative Narrative aufzubauen. Vieles deutet darauf hin. Die Zeit, Herr Stark, hat geschrieben oder gefragt, was steckte wirklich hinter dem merkwürdigen Staatsstreich? So die Zeile eines Beitrags. Na, was denn nun? Also die Recherchen, die bei uns 3 Monate gedauert haben, haben relativ klar zutage gefördert, dass mitnichten nur die Gülen-Bewegung, wie von Erdogan behauptet, hinter diesem Staatsstreich steckt, sondern dass es ein ganz breites Bündnis verschiedener gesellschaftlicher Gruppen war. Es waren sicherlich Anhänger von Gülen, die sich motiviert gefühlt haben. Es waren ganz sicher Militärs, die in alter kemalistischer Tradition des Staatsgründers sich eher als Laizisten begreifen. Und es waren ganz sicher auch Opportunisten, die in dem Militär vor der Frage standen, werde ich meinen Job noch behalten? Es war klar, dass am 1. August vergangenen Jahres der Hohe Militärrat eine neue Säuberungswelle würde ausrufen wollen. 800 bis 1000 Militärs sollten gesäubert werden. Und es spricht vieles dafür, dass all die, die auf den schwarzen Listen des Erdogan-Regimes standen, sich zusammengetan haben, den Aufstand geprobt haben und versucht haben, in letzter Minute diesem Weg in die Autokratie etwas entgegenzusetzen. Herr Seufert, Erdogan selber hat nach dem Putsch von einem Geschenk Gottes gesprochen. Und der türkische Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu hat dieser Tage die These in den Raum gestellt, es sei so etwas wie ein kontrollierter Putsch gewesen. Was ist davon zu halten? Das ist erstmal eine Behauptung. Für diese Behauptung gibt es natürlich einige Hinweise. Ich meine, Herr Aydın hat ja gerade erklärt, wie der Putsch dazu genutzt wird, letzten Endes mit den alten republikanischen Traditionen zu brechen und ein neues Regime zu errichten, das ganz auf die Person Erdogan zugeschnitten ist, das aber gleichzeitig auch einer neu definierten türkischen Nation, nämlich einer muslimisch-türkischen Nation, diese Nation jetzt zur alleinigen Herrscherin erklärt und mit der Marginalisierung anderer Gruppen, säkularer, Kurden etc. pp. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Geschenk Gottes, weil mit diesem Putschversuch und den anschließenden Säuberungen jetzt nicht nur die Armee aufgehört hat, ein Machtfaktor zu sein, mit dem die Regierung ja bisher immer rechnen musste. Wir wissen ja, wie viele Putsche es gab in der Türkei. Erstmals also die Armee kein politischer Machtfaktor mehr. Und ja, inwieweit er kontrolliert war, ich denke, es ist wichtig festzuhalten, dass wir auch ein Jahr nach dem Putsch einige Fragen nicht beantwortet haben. Nämlich, warum, obwohl es Stunden vorher ganz klare Warnungen vor diesem Staatsstreich gab, warum weder der Chef des Geheimdienstes noch der Chef des Generalstaatsanwaltes Maßnahmen ergriffen haben, um diesen Putsch wirklich von vornherein im Keim zu ersticken. Das ist, glaube ich, worauf sich der Oppositionsführer bezieht. Also mit anderen Worten, so richtig wissen wir bis heute nicht, was dort genau passiert ist, oder? Das ist richtig. Wir hatten gerade gestern ein Interview mit dem Generalstaatsanwalt in Ankara, der das genau so ausgedrückt hat. Der sagt, wir wissen immer noch nicht, was wirklich passiert ist. Nun überwiegen ja immer die kritischen Stimmen, wenn man die Reaktion Erdogans, Herr Aydın, sich anschaut. Aber mal andersrum gefragt, nach so einem Putschversuch, muss man auch ein gewisses Verständnis dafür haben, dass hart durchgegriffen wird? Verständnis würde ich nicht sagen. Natürlich hat die Türkei, die Regierung, das Recht, gegen die Putschisten vorzugehen. Aber das muss alles im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit geschehen. Das ist in der Türkei nicht der Fall. Es wird die Gewaltenteilung ist weitgehend außer Kraft gesetzt und die Verhaftungswelle und Suspendierungen bewegen sich nicht innerhalb von Rechtsstaatlichkeit. Das ist ein Problem. Aber ich würde noch mal auf das Argument eingehen, das besagt, ja, Erdogan hat doch davon profitiert. Klar, das stimmt, dass Erdogan seinem Ziel, das Präsidialsystem einzuführen, einen Schritt näher gekommen ist. Also es wird 2019 endgültig eingeführt. Aber noch steht
noch ist nicht gewiss, ob Erdogan an der Spitze dieses Präsidialsystems stehen wird. Wir haben gesehen, das Referendum war sehr knapp. Und man darf auch nicht vergessen, dass dadurch auch Erdogan auch geschwächt rausgekommen ist aus diesem Militärputsch, weil, wenn man sich anguckt, die Türkei hat viel an Macht eingebüßt, an wirtschaftlicher Macht in der Welt, an politischer Macht, aber auch an ideologischer Macht und auch an militärischer Macht. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob Erdogan tatsächlich so gestärkt aus diesem Putsch rausgekommen ist. Er muss ständig agieren und wir wissen aus der Machttheorie, dass ständige Machtausübung auch dazu führen kann, dass das kollabiert irgendwann. Wie haben wir denn, Deutschland, Herr Stark, auf diesen Putsch und auf die Ereignisse, vor allen Dingen auf die Entwicklung seither im vergangenen Jahr in der Türkei reagiert? Angemessen? Für Deutschland ist es ein wahnsinnig schmaler Grat und das ist einer der Punkte, der Erdogan aus meiner Sicht zu Recht empört. Die Deutschen haben zwar schon direkt nach dem Putsch ihre Solidarität versichert, aber der deutsche Außenminister, damals noch Frank-Walter Steinmeier, ist nicht persönlich nach Ankara gereist, sondern hat einen Staatssekretär geschickt und er hat es verknüpft mit einer Warnung, es müssten die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben. Das ist inhaltlich sicherlich richtig. Mhm. Es ist aber in der Türkei, in Ankara, bei den Erdogan-Leuten so angekommen als ein Akt der Entsolidarisierung. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Verhältnisse so frostig sind, wie sie sind. Davon haben sie sich nicht erholt, sondern sich Stück für Stück weiter zugespitzt. Und wenn man in Berlin im Moment mit Vertretern der Bundesregierung spricht, dann wird die Frage aufgeworfen, ob die Türkei heutzutage überhaupt noch als ein richtiger, ernstzunehmender Partner angesehen werden kann. Wir sind zusammengekettet mit der Türkei in der NATO. Wir haben 3 Millionen Deutsch-Türken. Das ist fatal. Eine Situation, wo die beiden Länder miteinander müssen, können sie so überhaupt gar nicht. Und da hat die Bundesregierung zumindest einen Teil an, sagen wir mal, unglücklichen Haltungen und unglücklichen Aktionen mit beigetragen. Das wollen wir im Laufe der Sendung noch vertiefen. Aber Frau Topschuh, ich möchte einmal die Frage auch zu Beginn stellen. Was hat sich für die Menschen in der Türkei seit dem Putsch verändert? Wie hat sich das Land verändert? Was bedeutet diese Entwicklung ganz konkret im Alltag für die Menschen im Lande? Also ich war zuletzt im November vergangenes Jahr dort und da habe ich schon einiges wahrgenommen und was danach passiert ist, kriege ich einfach nur über meine Kontakte mit, weil ich nicht mehr in die Türkei reise. Mir ist nahegelegt worden, nicht mehr zu reisen. Und von wem nahegelegt? Weil ich von Kollegen und auch vom Journalistenverbänden, die auch Journalisten dort auch vertreten und betreuen. Die Ihnen sagen, es ist zu gefährlich. Das ist für türkischstämmige Journalisten, auch wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben, nicht sinnvoll, in die Türkei zu reisen. Haben Sie beide Staatsangehörigkeit? Ich habe nur die deutsche Staatsangehörigkeit, aber das hält ja die Türkei nicht davon ab, Leute festzusetzen oder auch zu inhaftieren. Also was ich aber festgestellt habe, schon damals im November, war, dass die Menschen eigentlich nicht mehr so gesprächig sind. Dass sie miteinander nicht so im Austausch sind und dass ich habe eigentlich mal so eine kommunikative Ader, um auch ein bisschen so den Puls zu fühlen. Und das habe ich sehr massiv festgestellt, dass die Leute nicht mehr reden. Mhm. Und was ich aber jetzt in der Zeit danach festgestellt habe, und das finde ich eigentlich das Erschreckende, und auch in meinem privaten Freundesumfeld, dass die Leute gar nicht so sehr die Gefahr sehen, die wir von hier aus sehen. Also viele Freunde so aus dem bürgerlichen Mittelschicht, die eben nicht so sehr politisiert sind, leben ihr Leben und sagen dann immer so, das wird schon nicht so schlimm sein. Und historische Vergleiche sind ja eigentlich mal problematisch, aber mich erinnert das so ein bisschen, zumindest aus meinen Geschichtsstudien, auch so in die Zeiten der Weimarer Republik, wo manche das eben geahnt haben, was kommt, und andere irgendwie so gedacht haben, das wird schon nicht so schlimm sein. Und so würde ich das mal feststellen wollen. Dann gebe ich das mal in die Runde. Wie muss man sich denn, oder wie beurteilen Sie den derzeitigen Zustand der türkischen Demokratie, Autokratie? Wie steht es um Gewaltenteilung, um Freiheits-, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit? Herr Seufert, fangen Sie mal an. Ich denke, wir wissen, dass es die Gewaltenteilung nicht mehr gibt. Erdogan ist Chef der Exekutive, er hat Zugriff auf die Judikative, er ist Vorsitzender der Partei, die im Parlament die absolute Mehrheit hat. Also von daher haben wir wirklich alle drei Gewalten zusammen.
Was Frau Topçu gesagt hat mit der Weimarer Republik, man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Aber vielleicht nicht als Vergleich, aber wenn man auf die innere Entwicklung der Türkei guckt, dann wissen wir eigentlich, dass es in der Türkei eigentlich immer autoritäre Regime gegeben hat, unterschiedlichen Grades. Und die hatten sich natürlich bisher vor allen Dingen säkular, ethnisch-national legitimiert. Was wir aber nie hatten, war eine autoritäre Regierung, die diesen Autorisierungskurs oder diesen autoritären Kurs weitergetrieben hat, die aber gleichzeitig auf einer so großen, auf der, ja, fast auf der Mehrheit der Bevölkerung ruht und in dieser Bevölkerung dann noch einzelne Gruppen, die in der gleichen Ideologie praktisch Radikalisierungsprozesse durchlaufen. Das heißt, für die Mittelschicht oder für die Opposition schließt sich oder sie befindet sich praktisch in einer Presse. Von oben der autoritäre Staat, der seine Maßnahmen ausweitet, und von unten eine Volksbewegung, die in der gleichen Ideologie wie die Regierung letzten Endes sich radikalisiert. Und das ist eine Situation, die wir in der Türkei noch nie hatten. Eine solche Dynamik ist neu für die Türkei und gefährlich. Herr Aydin, teilen Sie das? Ich teile das größtenteils, die Radikalisierung. Woher kommt diese Radikalisierung? Man muss dazu sagen, dass diese Radikalisierung nicht in einem luftleeren Raum im Vakuum stattfindet. Es ist im Kontext der Entwicklungen im Nahen Osten zu denken. Es gibt in der Türkei Menschen, die Angst davor haben, dass der Bürgerkrieg in Syrien auf die Türkei übergreifen könnte, dass die territoriale Integrität der Türkei in Gefahr ist. Und in einer solchen Atmosphäre spielt da Demokratie, die Menschenrechte eine nur zweitrangige Rolle. Für viele in der Türkei ist die Sicherheit des Staates, die Aufrechterhaltung der territorialen Integrität des Landes sehr wichtig. Deswegen haben sie auch mehrheitlich bei der Verfassungsänderung, beim Referendum für die Verfassungsänderung votiert. Vielleicht, was Frau Topçu gesagt hat. Sehr knappe Mehrheit. Ja, es war sehr knapp. Es zeigt auch, dass es in der Türkei eine intakte Zivilgesellschaft existiert, dass es Menschen gibt, die trotzdem, trotz des Ausnahmezustandes, trotz des Drucks auf die Opposition und trotz auch des unfairen Wahlkampfes sich nicht einschüchtern ließen und dagegen votiert haben. Aber was Frau Totsche gesagt hat, warum sind viele Menschen desinteressiert, das liegt auch daran, dass, wenn man in der Türkei nicht unbedingt politisch aktiv ist, dass man nicht viel mitbekommt, das Leben, der Alltag geht weiter. Mhm. Und darin unterscheidet sich die gegenwärtige Situation von der Situation nach dem 12. September, nach dem Militärputsch vom 12. September, wo auch der Alltag der Menschen beeinträchtigt war. Der Alltag eines unpolitischen Menschen ist von diesen ganzen Entwicklungen nicht beeinträchtigt. Und das ist mit ein Grund, warum viele Menschen desinteressiert sind. Ja, die Medien tragen ja auch ihren Teil dazu sicherlich, bei. Also sicherlich. Diese Informationsquellen oder die Berichte in der Türkei. In der Türkei, genau. Also so wenn die Leute den ganzen Tag zugeduddelt werden mit irgendwelchen Serien und irgendwelchen Unterhaltungsprogrammen oder diesem Narrativ vom siegreichen Abwehren des Putsches, dann und man muss auch dazu sagen, gibt es so etwas wie eine kritische Gegenöffentlichkeit noch? Ein bisschen was, ein paar Internet-Online-Redaktionen, aber auch nicht mehr so viel. Die werden ja auch alle gesperrt. Und wer sich in der Fremdsprache informieren möchte, ich meine, man muss auch dazu sagen, in der Türkei ist es jetzt auch nicht so gang und gäbe, dass jeder Englisch sprechen kann oder Deutsch sprechen kann. Also Deutsch sprechen vielleicht die mal Rückkehrer waren oder in Touristenorten sind. Aber so wie wir es hier haben, dass irgendwie so eine gute englische Zweitsprache vorhanden ist, dass man dann in anderen Medien mal sich informiert, wie wird über die Türkei berichtet, gibt es ja nicht. Also es ist, oder das macht es, glaube ich, auch schwierig. Deswegen ist ja auch mal diese Bemühung da, von Deutschland aus türkischsprachige Medien, Online-Medien zu gründen, die dann in die Türkei hin sich orientieren. Herr Stark, die Zeit hat unlängst ein sehr ausführliches, großes Interview mit Erdogan geführt. Was haben Sie für einen Eindruck aus diesem Interview mitgenommen? Ihr Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo hat es geführt, aber Sie alle haben daran gearbeitet und haben es
wahrgenommen, kennen die Situation, wie es entstanden ist. Was haben Sie für einen Eindruck von diesem Mann mitgenommen? Ist das ein Demokrat? Hat er ein demokratisches Grundverständnis? Ich finde dieses Interview ein atemberaubendes Dokument der Zeitgeschichte, weil es einen seltenen Einblick in die Psyche und in die Gedankenwelt eines autoritären Staatsführers wie Erdogan erlaubt. Der von vornherein gesagt hat, die Unabhängigkeit der Medien, die gibt es gar nicht. Und das korrespondiert natürlich mit den mehr als 170 Journalisten, die derzeit in der Türkei im Gefängnis sitzen. Also auch bei uns nicht. Das war seine These. Seine These ist eigentlich, Sie sind irgendwo nicht auf der Welt. Unabhängige Medien in Deutschland gibt es. So ist es. Jedes Medium verfolgt eine politische Agenda, bekommt Ansagen, wie es zu reportieren hat. Und das erklärt einfach auch, warum dieses Grundprinzip von Checks and Balances in einem urdemokratischen System so in dieser Türkei von heute zumindest nicht existiert. Er macht massive Vorwürfe gegen die Bundesregierung und sagt, warum liefert ihr uns die Terroristen nicht aus, die bei sich bei euch verstecken können? Der Begriff des Terroristen wird weit gefasst. Wer schon mit einem Terroristen redet, ist potenziell ebenfalls ein Terrorist oder ein Unterstützer eines Terroristen. So zieht das Kreise, die immer weitergehen und immer weitergehen. Die erklären, warum im Moment in der Türkei über 50.000 Leute hinter Gittern sitzen. 150.000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, die alle ganz in den seltensten Fällen etwas mit diesem Putsch zu tun hatten. Die von Erdogan aber als Staatsfeinde betrachtet werden, als Verräter. Wer einen kritischen Tweet heutzutage absetzt, der ist schon im Verdacht, ein Terrorist zu sein. Und Erdogan verfolgt diese Agenda unverhüllt. Er stellt sie in diesem Interview wirklich roh zur Schau und es erklärt, wer nicht in klassischer Despotenlogik, wer nicht für mich ist, ist, der ist gegen mich. Und so betrachtet er eben auch Deutschland. Deutschland hat sich auf die andere Seite gestellt. Deutschland verteidigt die Gülen-Leute. Deutschland ist im Moment nicht an Seiten von ihm. Nun hat man, gibt es Herr Aydin, dieser Tage ja etwas Bemerkenswertes erlebt. Da macht sich ein Mann, so wie Forrest Gump, ein bisschen auf den Weg zu einem Protestmarsch, läuft allein los, der Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu. Und es schließen sich auf dem Weg immer mehr Menschen an. Und am Ende sind es, glaube ich, 1 Million, die auf dem Platz stehen. Genau. Also es gibt sie, die türkische Opposition, ja, oder? Es gibt sie. Und Kılıçdaroğlu hat auch gezeigt, dass er ja auch in der Lage ist, erfolgreich Kampagnen zu führen. Das war eine sehr erfolgreiche Aktion. Er hat das Thema Gerechtigkeit auf die Tagesordnung gesetzt. Und es gibt auch Berichte darüber, die sagen, dass auch einige, die AKP gewählt haben, diese Aktion unterstützt hätten. Aber diese Marsch für Gerechtigkeit hat auch gezeigt, wie strittig die Opposition unter sich ist. Also Kılıçdaroğlu und CHP wollte am Anfang die HDPler gar nicht mit haben. Das zeigt auch, dass die Differenzen noch weiter sehr stark sind. Zwar haben auch einige Anhänger der nationalistischen MHP diese Protestaktion unterstützt, aber auch da gibt es massive Differenzen. Also es zeigt einerseits die Stärke der türkischen Opposition. Man ist in der Lage, eine große Menschenmenge zu versammeln, ohne die Unterstützung der offiziellen Behörden. Das ist wichtig, aber auf der anderen Seite zeigt es auch die Strittigkeit, die Schwäche der Opposition. Und es zeigt auch, dass, dass man nicht sehr optimistisch sein kann in Bezug auf gemeinsame Positionen der Opposition, die mehrheitsfähig wäre. Frau Topçu. Also ja, jetzt wird er als der türkische Gandhi gefeiert und ich bin ein bisschen an dich verärgert. Forrest Gump, habe ich gesagt. Ja, nein, aber er wird in den Medien wird er ja als der türkische Gandhi auch gefeiert, der Kılıçdaroğlu. Ja. Und also was ich finde, dass es eine gute Aktion war. Ich will auch die Aktion nicht kritisieren, aber es war eine Aktion, die viel zu spät kam. Und vor allen Dingen, sie kam erst dann, als ein Abgeordneter der CHP, der Berberoğlu, auch ein Kollege gewesen, inhaftiert wurde und zu 25 Jahren verurteilt werden sollte oder wurde. Erst als sozusagen seine Klientel oder jemand aus seiner Partei davon betroffen ist, bewegt er sich. Also, und es gab ja auch schon mal in Yenikapı eine Demonstration, wo sich der Erdogan hat feiern lassen, wo auch der Kılıçdaroğlu auch mitgeredet hat und sich auf die Seite von Erdogan letztendlich gestellt hat. Und das finde ich, also die CHP und auch er hat fatale Fehler gemacht. Man hätte viel früher als Opposition auch sich gegen Erdogan stellen müssen. Und da hatten die nicht den Mumm dazu, muss ich sagen. Herr Seufert, jetzt, weil die Bevölkerung immer unzufriedener wird, aufgrund der Entwicklung auch in der Türkei,
Ist er sich vielleicht so ein bisschen sicher, mehr Leute dann auch auf seine Seite zu kriegen? Dann ist er marschieren gegangen. Ich denke, es ist unfair zu sagen, Kılıçdaroğlu hätte sich auf die Seite von Erdogan gestellt bei dieser Yenikapı-Aktion. Er hat sich gegen den Putsch gestellt. Das war nicht ganz falsch. Man kann das aus taktischen Gründen das diskutieren, ob das richtig war aus taktischen Gründen. Aber zu sagen, er hat sich auf die Seite von Erdogan gestellt, finde ich unfair. Aber die HDP durfte nicht dabei sein. Und er hätte sagen müssen, wenn die nicht dabei sind, dann stehe ich auch nicht aber hier. Aber in einem Punkt gebe ich Ihnen recht, er ist mitverantwortlich von dieser Situation, weil ohne seine Unterstützung hätte die AKP nicht die Immunität von 140 Abgeordneten aufheben können. Da ist die Opposition, da ist die CHP und Kılıçdaroğlu mitverantwortlich. Das muss man klar und deutlich sagen. Herr Seufert, Ihre Einschätzung. Ist das eine Opposition, die Wirkungskraft erzielen kann, die Erdogans autoritären Anspruch relativieren kann? Oder ist die, so wie wir es erleben, zerstritten und eigentlich ist dieser Marsch dann doch nicht so beeindruckend, wie die Bilder waren, die wir gesehen haben? Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Fragen. Natürlich war der Marsch beeindruckend und natürlich war es ein Riesenschritt nach vorne, weil es war eigentlich seit Jahren das erste Mal, dass die Opposition die Agenda bestimmt hat. Das erste Mal auch eigentlich seit Gezi, dass größere Gruppen von der Gesellschaft Hoffnung geschöpft haben, dass sie sich beteiligt haben, dass man wieder glaubt hat, man kann überhaupt etwas bewirken oder man ist nicht nur passiv und schüchtert sich ein. Das andere ist die Frage, was kann diese Opposition leisten, jetzt gerade die Opposition der CHP. Und ich denke, es ist in dem kleinen Scharmützel zwischen Frau Topçu und Herrn Aydın sehr deutlich geworden, dass der Pferdefuß einfach die Frage der Behandlung der Kurden ist. Der Oppositionsführer Kılıçdaroğlu hat, wie Herr Aydın richtig gesagt hat, dafür gestimmt, dass die Immunität aufgehoben wurde von Abgeordneten, obwohl klar war, dass es sich primär gegen Kurden richten wird. Und Herr Kılıçdaroğlu hat es auch nicht geschafft, nach den Parlamentswahlen von 2015, vom Juni, als die Oppositionsparteien, die alle gegen das Präsidialsystem auf die Straße gegangen sind, Wahlkampf gemacht haben damals, nachdem sie der AKP die absolute Mehrheit entrissen haben, keinen gemeinsamen Schritt machen konnten. Und auch da war der Hauptgrund diese tiefe Spaltung zwischen der kurdischen Bewegung und dem Rest der türkischen Parteien. Und das heißt für mich, dass solange die Türkei keinen Ausgleich mit den Kurden findet, die Opposition, so wie sie heute da ist, nicht handlungsfähig ist. Und das heißt wiederum, dass wenn wir wirklich darauf hoffen können, dass sich irgendetwas an diesem Regime ändert, dass es irgendwann eine Änderung dieser Politik gibt, dann wird das nur passieren, wenn sich innerhalb des konservativen Spektrums etwas bewegt. Also wenn sich eine weitere konservative Partei bildet, die der AKP einige Stimmen wegnimmt, erst dann kann sich in diesem Machtgefüge etwas verändern. Vorher nicht. Wobei man sagen muss, dass nach dem Präsidialsystem, nach der Einführung des Präsidialsystems, die Parteien an Macht verlieren werden. Also wer die Mehrheit im Parlament hat, wird nicht mehr eine so große Rolle spielen wie bisher. Weil das Parlament wird eine nachrangige Rolle spielen. Wichtig wird sein, ob man sich auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen kann, HDP, CHP und vielleicht auch Teile der MHP, der oder die Erdogan herausfordern könnte. Also ich glaube nicht, dass das Parlament eine große Rolle spielen wird. Also Mehrheitsverhältnisse in der Parlament werden eine nur unter nachrangige Rolle spielen. Herr Stark, gibt es denn irgendetwas, was Deutschland in dieser Situation sinnvoll tun kann, um eine, ich sag mal, pro-westliche Entwicklung in der Türkei, eine Entwicklung in Richtung Demokratie zu befördern? Für Deutschland und ganz Europa ist das eine wahnsinnig kritische Phase, weil Erdogan ja nicht nur repressiv nach innen agiert, sondern zugleich die Türkei auch weg von Europa führt. Er spielt mit nationalistischen Impulsen, er richtet sie aber auch anti-westlicher und zugleich östlicher aus. Er hat die Nähe zu Russland wieder gesucht. Das heißt, für Europa steht die große Frage im Raum, wie halten wir es mit der Türkei? Wie viel wollen wir von diesem Land eigentlich noch und was sind wir bereit dafür zu geben? Es gibt diesen Flüchtlingsdeal. Europa braucht die Türkei faktisch, um dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge nicht mehr in großen Massen nach
nach Europa ziehen. Zugleich ist die militärpolitische Zusammenarbeit auf dem Bundeswehrstützpunkt Incirlik beispielsweise an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergehen kann. Bundestagsabgeordnete durften gerade nach Konya nicht einreisen. Das heißt also, die Beziehungen sind in einer Art und Weise abgekühlt, wie es unter Freunden, unter Partnern normalerweise nicht der Fall ist. Die Bundesregierung sollte ganz sicher auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen und darauf beharren. Und auf der anderen Seite darf sie aber die Gesprächsfäden nicht abreißen lassen. Wir haben, wie gesagt, 3 Millionen Deutsch-Türken in Deutschland. Wir brauchen die Türkei, wir brauchen den Dialog. Wir müssen in kleinen Schritten versuchen, das Verhältnis wieder zu entfrosten. Wir sind wirtschaftlich tief verflochten, auch das gehört dazu. Macht denn die EU alles richtig zurzeit? Die Beitrittsgespräche liegen faktisch auf Eis. Ist diese Perspektive angesichts der Entwicklung der Türkei für immer passé oder lässt man das ruhen und versucht, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und zu sagen, es gibt doch noch eine europäische Perspektive für die Türkei, Herr Seufert? Ich glaube, Ihre Frage zeigt, für mich zumindest, dass wir ganz lange am falschen Ende angefangen haben zu denken. Und immer noch. Sie fragen, gibt es irgendwann wieder eine Perspektive? Mhm. Wir haben den ganzen Beitrittsprozess der Türkei, gerade in Deutschland, aber natürlich auch in anderen europäischen Ländern, eigentlich immer so ein bisschen halb panisch diskutiert. Was passiert denn, wenn die Türkei tatsächlich Mitglied der Europäischen Union wird? Wir haben immer vom Ende her gedacht und uns gleichzeitig verkrampft, ganz stark kulturalistisch diskutiert, was heißt das denn, wenn so viele Muslime dann praktisch hier einreisen können, die Reisefreiheit oder die Mobilität ermöglicht wird. Wir haben aber versäumt, uns darauf zu konzentrieren, was dieser Beitrittsprozess uns für einen Hebel in die Hand gegeben hat, um die Türkei zu demokratisieren. Mhm. Und deshalb denke ich, dass wir heute uns nicht damit beschäftigen sollten, ob die Türkei irgendwann wieder europafähig ist, sondern wir stehen heute vor der Frage, folgen wir dem Votum des Europaparlaments, das für eine Aussetzung der Verhandlungen votiert hat, oder folgen wir der Linie des Ministerrats, des Europäischen Rats und der Kommission, die sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall weiter mit der Türkei. Was sagen Sie? Ich denke, wir sehen, und ich habe immer mich für die Mitgliedschaft der Türkei eingesetzt und für diesen Prozess, ich denke, dass wir heute sehen, dass die Weiterführung des Verhältnisses, so wie es jetzt ist, uns nicht voranbringt. Denn schließlich haben wir diesen extremen Rückbau von Demokratie, diese extreme Verschlechterung der Beziehungen, haben wir erlebt im Rahmen der bestehenden Beitrittsverhandlungen. Und wenn wir uns ansehen, was die Türkei heute noch von Europa will, die Regierung Erdogan heute noch von Europa nichts will, dann will sie ja keine politische Transformation, keine Demokratisierungshilfe. Sie will den garantierten Zugang zum europäischen Markt. Sie will, dass die Beitrittsverhandlungen in Türkei als ein Europa angebundenes Land sehen. Und das heißt, dass die Investitionen weiterfließen, dass die Kapitalströme weiterfließen. Und sie benutzt die Beitrittsverhandlungen als ein Argument, als einen Ansatzpunkt dafür, Forderungen zu stellen. Forderungen nach Visafreiheit, Forderungen nach Nachverhandlungen der Zollunion. Das heißt, alles, was die Türkei von Europa will, geben wir ihr, ohne dass wir heute etwas dafür verlangen. Deswegen bin ich persönlich heute an dem Punkt, wo ich sage, man muss ernsthaft sich überlegen, ob man die Beitrittsverhandlungen abbricht. Der Türkei, der Regierung Erdogan, diese Sicherheit, über die sie heute verfügt und die ihr die Ruhe gibt, den Streit jeden Tag zu eskalieren, wie Herr Stark gerade gesagt hat, diese Sicherheit muss man ihr nehmen. Sie muss etwas dafür tun, dass sie diese privilegierte Partnerschaft, die sie heute hat, behält. Also Sie sagen Abbruch. Ich sage heute... Was sagen Sie? Also Abbruch, ja. Also in der Runde gibt es, glaube ich, zu der Frage kompetentere. Ich halte mich da jetzt mal okay raus. Herr Stark, Sie wollten... Wir müssen reden. Aber ein Land, was so fundamental die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt hat wie die Türkei, wo es keine unabhängige Justiz gibt, wo es keine unabhängigen Medien gibt, ist im Moment kein Partner, um auf Augenhöhe Beitrittsverhandlungen voranzutragen. Insofern finde ich, hat Günther Seufert da einen klaren Punkt. Zumal hinzukommt, dass Erdogan ganz erkennbar seine Außenpolitik im Moment als eine Art internationale Innenpolitik betrachtet. Vieles von dem, was er an Auftritten in Deutschland versucht durchzusetzen, dient vor allem dazu, seine eigene Wählerschaft in der Türkei und die Exilstimmen, die er aus Deutschland kriegt,
zu konstituieren. Deutschland ist für ihn eine wunderbare Kulisse, um sich aufzumanteln, mit Muskeln zu spielen und zu drohen. Auf der Grundlage ist es wahnsinnig schwer, ernsthafte Gespräche konstruktiv voranzubringen. Also ich stimme zu, aber ich möchte auf ein anderes Problem aufmerksam machen, nämlich auf die Glaubwürdigkeit der Beitrittsperspektive. Die Beitrittsperspektive der EU ist nicht glaubwürdig. Das war nie glaubwürdig, aber man hat das in der Zypern-Frage gesehen, also Zugeständnisse an Zypern. Es war fatal, ein falscher Fehler, Zypern aufzunehmen, ein Land aufzunehmen, das territoriale Probleme hatte. Und ich denke, die Türkei weiß ganz genau, auch wenn sie alle Bedingungen erfüllen würde, würde sie am Ende nicht in die EU kommen. Weil dann Referendum in Frankreich, also Frankreich möchte das in einem Referendum dem Volk entscheiden lassen. Und wir wissen auch nicht, ob Deutschland ein Interesse daran hat, die Türkei in der EU zu haben, als bevölkerungsstärkste Land der EU. Türkei hat jetzt schon fast 80 Millionen Einwohner. Solange die Machtfrage in der EU an die Demografie, an Einwohnerzahl gebunden, gekoppelt ist, wird Deutschland nie ein großes Interesse daran haben, Türkei in der EU zu haben. Daran müssen wir einiges ändern. Wenn wir die Gespräche weiterführen, dann müssen wir auch eine glaubwürdige Beitrittsperspektive anbieten. Die gegenwärtige Beitrittsperspektive ist nicht glaubwürdig aus Sicht der Türkei. Frau Topçu, lassen Sie uns noch mal einen Blick auf die Menschen türkischer Herkunft oder türkische Staatsbürger hierzulande, 3 Millionen Menschen, werfen. Wie wirken sich die politischen Umwälzungen in der Türkei auf die in Deutschland lebenden Türken und türkischstämmigen Menschen aus? 1:1 würde ich mal sagen. Die Konflikte sind 1:1, die in der Türkei auch da sind, auch hier. Also wenn wir die türkischstämmige, ich neige dazu, türkeistämmige zu sagen, weil in diesem Begriff dann auch die unterschiedlichen Ethnien und auch die Zugehörigkeiten mit drin sind. Wir haben eine Gruppe von Kurden, Aleviten, sunnitische Türken, wir haben die Laizisten, die Islamisten, die frommen Muslime und all die Konflikte spiegeln sich auch hier und ich merke das direkt auch, nicht nur als Journalistin, die recherchiert, sondern auch direkt in meinen Kontakten, in meinen Freundschaften, die auch zu Bruch gegangen sind. Menschen, die sich hier für Integration engagieren, die auch gewisse Namen haben, mit denen ich immer gut befreundet war und mit denen es einen Bruch gibt, weil sie auch der offiziellen türkischen Linie mittlerweile auch mehr treu sind als so dem demokratischen Verstand folgen. Das finde ich schon erstaunlich. Also es Menschen, die, von denen ich nicht gedacht habe, dass sie die offizielle türkische Version für glaubwürdig halten, sind hier auch in meinem nahen Freundeskreis gewesen. Und es gibt massive Brüche und auch Misstrauen. Also es gibt ja so eine Denunziationskultur, muss man ja so ein bisschen ironisch sagen. Und das finde ich erschreckend. Und wissen Sie, was ich das Erschreckende finde? Nicht bei denen, die erste Generation der Einwanderer sind, aber bei dritter, vierter Generation von türkeistämmigen Menschen, wo ich denke, die haben hier die deutsche Schullaufbahn genossen, dass da eigentlich offensichtlich irgendwie doch noch so ein Demokratiedefizit da ist, dass sie so sehr sich von dem einlullen lassen, was aus der Türkei ihnen hier rüber schwappt. Das finde ich eigentlich, da denke ich, da gibt es Versäumnisse, die nicht mit Erdogan und mit der Türkei zu tun haben, sondern auch hier offensichtlich was falsch gelaufen ist. Mhm. Erdogan hat es sehr effizient geschafft, diesen Konflikt nach Deutschland zu exportieren. Er findet faktisch auf deutschem Boden im Moment auch statt. Durch die exiltürkische Gemeinde geht nach unseren Beobachtungen ein tiefer Riss bis in einzelne Familien hinein. Mhm. Es gibt diese Listen, die die türkische Regierung permanent der Bundesregierung überreicht, mit Namen, unendliche Kolonnen von Namen von angeblichen Gülen-Anhängern, von angeblichen PKK. Anhängern, alles Terroristen, wo Erdogan verlangt, dass die in Deutschland verfolgt werden. Wir wissen aus mehreren Städten, dass der türkische Geheimdienst in Deutschland aktiv ist, dass er nicht nur ausspioniert. Es gibt in einem Fall einen Mordkomplott gegen einen Kurden in Norddeutschland, was die Bundesanwaltschaft verfolgt. Wir sind längst mit einer Situation konfrontiert, dass die Situation aus der Türkei nach Deutschland übergeschwappt ist. Wir können es uns einfach nicht leisten, das zu ignorieren. Herr Aydin, die Türkei galt vielen lange in der Politik,
im Westen als positives Beispiel für einen aufgeklärten, modernen Islam. Das war ja die Hoffnung, die mit der Entwicklung in der Türkei immer verbunden war. Also ein bisschen auch ein Vorbild vielleicht für andere, wo man sagt, es geht auch in einem islamisch geprägten Land eine funktionierende Demokratie, Grundrechte, Menschenrechte und so weiter. Ist diese Hoffnung jetzt dahin? Diese Hoffnung ist dahin, aus dem Grund, weil die Regierung es nicht geschafft hat, die Radikalisierung, die Islamisierung im Nahen Osten unter Kontrolle zu bringen. Sie hat am Anfang versucht, auf diese Welle zu schwimmen, und das ist ihr entglitten. In der Tat, es war richtig, weil der Türkei gelungen ist, die islamistische Bewegung in das System zu integrieren. Also die Türkei hat, anders als viele arabischen Staaten, es geschafft, diesen Menschen eine Perspektive anzubieten. Und AKP kam ja an die Macht, die ja relativ erfolgreich Islam und Marktwirtschaft miteinander kombiniert hat, Liberalismus, und es gab auch Demokratisierungsschritte. Es sah so aus, dass sich die islamische Bewegung in Richtung einer moderaten politischen Bewegung sich entwickeln würde, wäre es da der arabische Frühling nicht gewesen. Also für mich ist der arabische Frühling eine Zäsur. Das hat wieder Menschen radikalisiert, und das hat auch dazu geführt, dass die Regierung AKP wieder versucht hat, auf Islamisten zuzugehen. Es gab einen Rückfall. Mhm. Es hätte auch anders laufen müssen. Also ich würde es nicht als eine notwendige Entwicklung darstellen. Es war schon möglich, dass die AKP sich zu einer Art türkische CDU sich entwickelt hätte. Aber das ist nicht gelungen. Jetzt ist das dahin. Viele Politiker, die auch von Deutschland aus die Entwicklung ja anfangs positiv bewertet haben, sagen sich ja auch, wir haben uns aber ganz schön geirrt. Also man sagt ja auch dann auch, Erdogan war wirklich der Wolf im Schafspelz, der hat es kaschiert, der hatte eigentlich von vornherein schon eigentlich so eine Agenda, eben so eine islamistische, und konnte das gut kaschieren. Ich bin jetzt kein Glas. Also Sie haben die Hoffnung auch nicht. Also ich habe die Hoffnung auch nicht. Ist irgendwie ein kritisches Ende des Presseclubs, aber da sind wir. Vielen Dank, liebe Kollegen, für die Diskussion. Wir sind nämlich am Ende angelangt. Das, liebe Zuschauer, war er, der Presseclub hier im Ersten. Hier geht's jetzt weiter mit dem Europa-Magazin, das sich auch mit der Türkei beschäftigt, in einem Beitrag zur Mythenbildung ein Jahr nach dem Putsch und Erdogan in der Rolle des Retters des Vaterlandes. Presseclub nachgefragt, den gibt's jetzt wie immer auf Phoenix. Ich danke für Ihr Interesse, und wir alle hier wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt hier auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Vom Reformer zum Autokraten, die Türkei unter Erdogan ein Jahr nach dem Putschversuch. Das ist unser Thema hier im Presseclub in unserer Runde. Und jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und wir gehen zunächst nach Wanne-Eickel. Dort ist Reinhard Kuschnierz am Telefon. Herr Kuschnierz, seien Sie gegrüßt. Guten Tag. Ja, meine Frage ist, der Erdogan hat ja diesen Putsch vor einem Jahr gemacht, oder aus seiner Sicht war es ein Putsch. Und hier in Deutschland sind ja übermäßig viele Erdogan-Anhänger, so wie ich das aus Ihren Sendungen immer verstehe, mehr als in der Türkei selber. Und wenn wir uns so kritisch gegenüber ihm äußern, also wir Deutschen oder deutsche Medien, dann schüren wir doch hier auf deutschem Boden Probleme, die wir eigentlich gar nicht haben, also Probleme aus der Türkei. Wir sagen, er ist ein Diktator und er schafft die Demokratie ab. Das mag alles sein, aber das sind doch eigentlich gar nicht unsere Probleme. Das sind unsere Probleme, weil ganz viele Türken hier in Deutschland haben, die sich damit beschäftigen. Ich meine, wir reden uns ja auch nicht über, ich sag mal, belgische Vielspracherei auf, oder ich weiß gar nicht, welche Probleme die Holländer und Niederländer haben. Aber das sind die Probleme, die wir uns jetzt hier so auf deutschem Boden geholt haben. Höre ich ja bei Ihnen dauernd in den Sendungen. Aber haben wir uns da nicht Probleme geschaffen durch...
Dankeschön, Herr Kuschnitz. Herr Stark möchte Ihnen antworten. Ja, vielen Dank für die Frage. Einen Satz kurz vorweg. Der Putsch ist natürlich nicht von Erdogan selber betrieben worden, sondern von seinen Gegnern, auch wenn er möglicherweise etwas früher informiert gewesen ist. Ich glaube, dem liegt ein Denkfehler zugrunde. Die 3 Millionen Deutsch-Türken, die in der Bundesrepublik leben, nehmen natürlich ganz intensiv an den Dingen in der Türkei teil. Also was auch immer wir tun, wir sind mit dieser Situation in der Türkei aneinander gekettet und verbunden. Die Bundesregierung wird versuchen müssen, auf der einen Seite die Menschenrechte nicht zu ignorieren. Es ist seit mehreren Monaten mittlerweile der Journalist Deniz Yücel beispielsweise in Haft, ein Deutscher, der in der Türkei des Terrorismus als Journalist verdächtigt wird. Dazu kann die Bundesregierung nicht schweigen, dazu muss sie etwas tun. Die Bundesregierung hat sich auch verhalten müssen, zu dem Wunsch von Erdogan in Deutschland Wahlkampfveranstaltungen zu tun. Das heißt also, es ist gar nicht die Frage der Bundesregierung, ob sie sich dazu positioniert oder nicht. Sie ist dazu gezwungen und sie muss einen schmalen Grat finden, auf der einen Seite den eigenen Werten nicht untreu zu werden und auf der anderen Seite nicht noch neues Öl ins Feuer zu gießen, um diese Situation zu befördern. Das ist schwierig. Das ist mit jemandem wie Erdogan insbesondere schwierig, der jeden kleinen Funken nimmt und daraus einen Flächenbrand macht. Aber die Bundesregierung hat sich eben auch entschieden, nicht zu weit zurückzutreten. Schweigen ist aus meiner Sicht keine Option. In Dienstlaken ist Uwe Neuhaus am Telefon. Seien Sie gegrüßt, Herr Neuhaus. Ja, guten Tag und Gruß in die Runde. Bevor ich meine Frage stelle, nur kurz, was ich gerade im Internet gelesen habe. Erdogan will Putschdrahtziehern den Kopf abreißen lassen. Auf dieser Ebene befinden wir uns. Mhm. Meine Frage ist, sind die Gründe für die Inhaftierung in der Türkei nicht schon so angelegt, dass sie aus Sicht Erdogans die Hinrichtung aller Inhaftierten rechtfertigen würden? Da wird ja immer gesagt, das sind Gülen-Anhänger, das sind Terroristen. Am Ende kann Erdogan ja sagen, die müssen wir alle hinrichten. Jetzt sind unsere Staatsfeinde. Mhm. Also war ja auch gestern noch mal das Thema Einführung der Todesstrafe. Herr Seufert. Ich denke, es ist schwierig abzuwägen, was jeweils ernst gemeint ist und was wirklich der Mobilisierung dient. Wir wissen ja, dass selbst wenn die Todesstrafe eingeführt werden würde, sie nicht rückwirkend angewandt werden könnte. Und der Spruch, ich reiß dir den Kopf ab, der ist nun mal Teil der türkischen Umgangssprache. Das heißt nicht unbedingt Enthauptung. Andererseits sehen wir schon, dass eigentlich seit dem Putschversuch immer die gleichen Floskeln, immer die gleichen Werte, sogenannten Werte beschworen werden und gleichzeitig immer die Eskalation ein Stück weitergetrieben wird. Aber wenn ich noch ganz kurz was zu der vorhergehenden Frage sagen darf. Ich denke, wir müssen einerseits uns bewusst sein, dass Auslandsbevölkerung in aller Regel konservativer sind als Inlandsbevölkerung. Und wenn dann bei uns, also in Deutschland, 60% beim Verfassungsreferendum dafür gestimmt haben und in der Türkei waren das 51%, dann liegt das im Rahmen der soziologischen Normalität. Ich denke aber auch, da haben Sie ganz recht, denke ich. Wobei man dazu sagen muss, das waren die 60%, die wählen gegangen sind. Das ist auch richtig. Es bleiben auch noch die, die gar nicht teilgenommen haben. Insofern ist die Zahl immer etwas noch mal zu relativ. Ein sehr kleiner Teil der Türkei-Stämmigen, das muss man auch dazu sagen. Wir wissen aber nicht, wie die abgestimmt hätten, die nicht abgestimmt haben. Von daher bleibt das Spekulation. Aber ich denke, wir sollten uns zweier Dinge bewusst sein. Erstens, dass wir in Deutschland aufgrund der langen Migrationsgeschichte aus der Türkei wirklich über eine sehr engagierte, sehr informierte und sehr reaktionsbereite Öffentlichkeit verfügen. Wir nehmen die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei viel stärker wahr als die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten, als die Menschenrechtsverletzungen im Iran, als Menschenrechtsverletzungen in Russland. Wir sind hier äußerst reaktionsbereit. Das müssen wir zumindest wissen und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Presse. Nicht, dass sie nicht berichten soll, aber in welchem Ton sie berichtet. Und ich glaube, die Presse muss auch wissen, dass sie natürlich über eine gewisse Art der Berichterstattung, nicht über den Inhalt, aber über den Ton vielleicht Konflikte verschärft. Und der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, denke ich, dass wir uns vor Überreaktionen hüten sollen. Etwa die Diskussion, die eingesetzt hat, sofort nach dem Referendum jetzt die Doppelstaatlichkeit in Frage zu stellen. Das heißt, wir gehen von einem Konzept von Integration ab, für das es gute Gründe gegeben hat. Und jetzt einen Schritt zurückgehen aufgrund eines Votums ist einfach kurzatmig, ist rein reaktionär, also im Sinne von einer Reaktion auf etwas und nicht durchdacht und dient auch dem gesellschaftlichen Frieden hier nicht. Dankeschön. In Sodersdorf begrüße ich Frank Zimmer am Telefon. Herr Zimmer, Ihre Frage. Herr Zimmer, hören Sie mich? Ja, ich höre.
Ja, schönen guten Tag an die Runde. Also, mich treibt seit längerem folgende Frage um. Wir hören immer, dass hier 100 bis 150.000 Bedienstete des öffentlichen Dienstes, Staatsanwälte, Richter, Militärs und Professoren entlassen sind. Wovon leben denn jetzt diese Menschen? Wie leben die überhaupt weiter? Zweite Frage, wer ersetzt diese Posten? Können die überhaupt ersetzt werden? Das ist meine Frage. Vielen Dank, Herr Zimmer. Und Frau Topschuh, Sie mögen antworten. Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Sie werden ersetzt, zum Beispiel bei den Lehrern, die eben in den Jahren vorher durch die Prüfung gefallen sind und eben nicht in den Staatsdienst erhoben worden sind. Die gehen dann so durch so einen Check, ob sie sozusagen linientreu sind und werden dann eingestellt. Es gibt so einen Crashkurs für Polizisten, für die, die dann als Ersatz nachrücken. Und also man versucht aus der eigenen Klientel dann Leute, die mehr oder weniger kompetent sind, in die Lücken zu hieven. Und wovon leben die Menschen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Noch funktioniert es so, dass es über die familiären Versorgung, also dass man sich gegenseitig aushilft. Es ist ja auch nicht so wie in Deutschland, dass man, wenn man irgendwie gekündigt wird, dann irgendwie nach 3 Monaten Arbeitslosengeld kriegt oder Sozialhilfe. Und ich glaube, im Grunde, was wir in der Runde vorher gar nicht so ausgesprochen haben, Probleme macht sich Erdogan eben gerade eigentlich aufgrund solcher Situationen, weil es wird immer mehr Menschen geben, die zu Leidtragenden werden, seiner Reaktion und die in einer ökonomischen Krise beginnen, darüber nachzudenken, ob Erdogan tatsächlich der richtige Politiker an der Spitze ist. Und das merkt man ja auch schon vor Ort, auch, dass die Menschen zunehmend unzufriedener sind. Und es ist eben dieser Heilsbringer, der die Wirtschaft aufgepäppelt hat und die Türkei zu was gemacht hat, der bröckelt ja eigentlich nach und nach ab. Also ich glaube, im Grunde trägt er mit seiner eigenen Politik dazu auch bei. Und aufgrund dieser vielen Kündigungen und dem sozialen Elend, den er produziert, dass er in Frage gestellt wird. Dankeschön. Der Presseclub kommt aus Köln. Der nächste Anrufer auch. Fritz Heck ist am Telefon. Schönen guten Tag in die Runde. Einen schönen guten Tag. Meine Frage lautet, könnte es nicht sein, dass der angebliche Putschversuch vom Erdogan selber inszeniert worden ist, um damit quasi eine Legitimation für sein Referendum zu bekommen. Denn erstens hat er ja nach diesem Putschversuch schon zigtausende Leute direkt verhaftet, ohne Beweise, ohne Anklage. Das heißt, er hat ja quasi schon die Adressen bei sich in der Schublade gehabt. Und zweitens ist ja dieser Putschversuch, wenn er wirklich von seinen Gegnern gemacht worden ist, sehr, sehr laienhaft durchgeführt worden, sodass ich eigentlich nicht glauben kann, dass es wirklich jetzt ein richtiger Putschversuch war. Das ist meine Frage an die Runde. Dankeschön, Herr Heck. Das ist ein Fall für das Investigativressort der Zeit. Vielen Dank für diese Frage. Man kann Erdogan vieles vorwerfen, aber dass er diesen Putsch inszeniert hat, dafür haben wir und alle anderen Ermittlerkollegen, die gesucht und recherchiert haben, keinen Anhaltspunkt gefunden. Es gibt im Gegenteil eine relativ klare Herleitung dieses Putsches. Es ist im November 2015 eine Villa in Ankara angemietet worden, wo die Putschisten sich getroffen haben, wo sie die Vorbereitung für diesen Staatsstreich getroffen haben. Man weiß ungefähr die Personengruppe, die dort teilgenommen hat. Das sind Leute, die sich aus Gülenz-Anhängern zusammensetzen. Das sind aber auch ganz klassische Kemalisten, die aus dem Militär stammen. Die wussten, dass ihr Name auf einer schwarzen Liste steht und dass sie demnächst gesäubert werden würden. Die Frage und die große Frage an dieser Stelle ist, wie früh wusste Erdogan Bescheid? Wann wusste sein Geheimdienst, der MIT, Bescheid? Deshalb das Gerede und die Vorwürfe über einen kontrollierten Putsch. Aber dass Erdogans Anhänger, er selber diesen Putsch komplett inszeniert hätten, dafür gibt es auch von seinen größten Kritikern keinen Anhaltspunkt. In Weimar ist Walter Detlef Geist am Telefon. Herr Geist, seien Sie gegrüßt. Gruß nach Weimar und Ihre Frage. Ich grüße Sie auch.
Ich wollte wissen, was haben wir denn falsch gemacht, also die Bundesrepublik Deutschland, dass viele Türken und auch noch so erst recht in der dritten, vierten Generation eben so undankbar sind, in Anführungsstrichen, denn sie sind in einem demokratischen Rechtsstaat aufgewachsen und viele empfangen auch Hartz IV, sehr viele davon übrigens. Das ist die größte Gemeinde, ausländische Gemeinde, die am meisten Hartz IV empfängt. Und also sie bekommen eigentlich alles und wir kriegen so einen Dritt. Ich finde das sehr undemokratisch und sehr undankbar. Dankeschön, Herr Geis. Ich muss noch dazu erwähnen, ja? Ich habe mit Leuten aus Anatolien gesprochen, die mir gesagt haben, das heißt, nee, die eine hat mir bestätigt, zwei, und ich habe es im Fernsehen gesehen auch, dass es Leute gibt, die sehr, sehr dankbar sind und gesagt haben, dass sie eben 72, 73 nach Essen, Duisburg, solche Städte gekommen sind und wirklich sehr, sehr dankbar. Sie hatten nicht mal Holz, nicht mal ein Stück Holz für ein Haus und haben heute schöne Häuser und denen geht es wirklich gut. Und ich habe mich so gefreut, dass sie so dankbar sind. Das hört man so selten. Das ist in einer Fernsehsendung ausgestrahlt worden. Hundertprozentig. Danke, guter Geist, dass Sie das nochmal angemerkt haben. Und wir geben Ihre Frage an Frau Topschuh. Also ich weiß nicht, ob man dankbar sein muss, wenn man hier mit eigenem Schweiß gearbeitet und seinen Lohn verdient hat und davon sich ein Haus kauft. Dankbarkeit ist, glaube ich, nicht das Richtige. Was aber hier ich glaube, aber er hat Dankbarkeit nicht erwartet, sondern hat gesagt, diese Menschen sind dankbar für das, was sie hier erreichen konnten. Ja, das, gut, aber auch mit eigenem Schweiß erreicht. Was, glaube ich, hier falsch gelaufen ist, dass eigentlich eine Anerkennung dieser Menschen gefehlt hat und die ja nach wie vor nicht wirklich da ist. Dass man sie als vollwertige Menschen wahrnimmt, Migranten. Also wir haben erst unlängst wieder eine Studie gehabt, eine Bildungsstudie, wo rausgekommen ist, dass Lehrer eigentlich türkeistämmigen Schülern oder muslimischen Schülern nicht viel zutrauen. Und es gibt ganz viele aus meiner Generation auch Menschen, die festgestellt haben, dass sie irgendwie immer als minderwertiger, als nicht auf Augenhöhe begegnet. Und das ist das eine. Und da denke ich, können wir was davon lernen für die Zukunft, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind und auch als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen werden wollen. Das stärkt die Identität nach Deutschland. Dann braucht man nicht so einen großen Führer, der einem ein Selbstwertgefühl gibt, der einem hier nicht gegeben wurde. Das Zweite ist, denke ich, die Schule hat es offensichtlich auch nicht geschafft, so eine Demokratieerziehung zu implementieren, dass Menschen merken, dass was in der Türkei passiert, hat nichts mit Demokratie zu tun. Das sind ja Leute, die hier groß geworden sind und die davon überzeugt sind, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Herr Adin, ich will das nochmal auch an Sie weitergeben, weil uns das, wir haben ja auch ein Gästebuch dort auch immer wieder begegnet, ist, dass Menschen fragen, es geht in eine ähnliche Richtung, es leben doch so viele türkischstämmige Bürger in Deutschland und vielen geht es auch sehr gut. Warum sind die nicht eigentlich lauter, wenn es darum geht, sich auch kritisch zu äußern, etwa wenn wieder die Diskussion in der Türkei um die Todesstrafe geführt wird? Es gibt Menschen, die sich kritisch dazu äußern, nur deren Stimmen wird nicht gehört meistens, weil es hat auch keinen, vielleicht auch keinen Nachrichtenwert in den Medien. Zurzeit ist das so, dass man auf die andere Richtung sich fokussiert, konzentriert. Okay. Also Sie sagen, die werden nur nicht wahrgenommen. Es gibt auch eine kritische Öffentlichkeit in Deutschland, kritische Menschen. Dann müssen wir aufmerksamer werden. Vielen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das war der Presseclub Nachgefragt auf Phoenix und auf WDR 5. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen allen und bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Machen Sie es gut und tschüss.